Willkommen zurück zu Pokémon Y, meine lieben Leute. Ja, im letzten Part. Gott, was haben wir im letzten Part gemacht? Es ist einfacher bei Hyrule Warriors zu sagen, was man gemacht hat, oder beim Wrestling als bei Pokémon. Egal, was wir im letzten Part gemacht haben. Ich glaube, wir sind auf Route 15. Und nun in den Hotelruinen. Was haben wir denn hier? Ich bin hergedüst, weil mir Gerüchte über einen Superskater zu Ohren gekommen sind. Als Rollerskater habe ich wohl noch einiges zu lernen. Oh, Gegner. Bei einem Kampf gegen Kinder zeige ich erst recht keine Gnade. Du fühlst dich wohl geil, wenn du Kinder verprügeln darfst, ne? Was bist denn du für ein Typ? Punker Malcolm! Nee, das ist nicht wirklich ein Punker, aber naja. Ja, Dobby, los geht's! Surfer! Was mal nicht viel bringt. Also weniger, als ich eigentlich gedacht hätte. Donnerblitz, bitte. Jawohl. Ein bisschen streicheln, ne? Kleiner Dummy. Tohaido, da bleiben wir hier. Kriegt der Hai nämlich auch mal einen Donnerblitz ab. Ab, natürlich. Und er ist schneller, weil Landton ist halt nicht gerade so schnell. Aber nicht schlimm. Aber ich habe einen Beulenhelm. Und du bist weg. Na, 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 na. Ach, knapp. Gladiantri! Wechseln! Zum Enigma! Das Geräusch, wie so eine. Weiß ich nicht, wie so ein Messer oder so. Auf jeden Fall wie was Scharfes. Das habe ich nicht gestreichelt, na, ist egal. Du warst wohl zu stark für mich. Ja, definitiv. Malcolm. Ein Abfalleimer. In dem man dienstags, glaube ich, Krypuk finden kann. Los, wie Pittis und Arbok, ihr seid einfach so süß. Kommt raus und zeigt euch. Süß? Arbok ist cool, aber wie Pittis ist. Na, Cordula. Arbok finde ich cool. Nach der ersten Gen ist es irgendwie. Keine Ahnung, es ist einfach cool. Aber Vipitis ist. Und Domi, du bist nicht mal stark genug, um die Schlange wegzumachen. Oh doch, durch den Beulenhelm. Komm, krieg mal Level. Yoshi. Bedrohe. Ich bedrohe dich, du Riesenschlange. Du bist stört mich nicht. Gardevoir ist speziell. Liebt's mich überhaupt nicht. Ich hingegen schon. Hahaha. Was ist denn für ein Geräusch, wenn er stirbt? Kennst du was Komisches? Juhu! Hui, schönes Level. Also bin ich bei ihm schon gewohnt, dass er das schöne Level kriegt. Zu verlieren schlägt ganz schön auf die Stimmung, aber wenigstens haben deine Pokémon was drauf. Jo. Obwohl ich wohl bis zum Schluss skeptisch sein werde, was mein Team angeht. Ein Rauchball. Noch mehr Gegner hier? Gegners? Hm? Nee, aber gegnerische Pokémon.
Also in den Mülltonnen gibt es, glaube ich, dienstags Kryptbox zu finden. Was soll ich mit dem Leckyball? Selbst die wilden Pokémon sind unseren Level nicht so fern. Das ist... Ach, Domi hat ja schon viel zu viele Level. So, ich muss nach vorne. Ich hänge wieder hinten her. Ein Doppelkampf. Wir bringen die schon noch... Was? Wir bringen sie schon noch zum Erblühen, die Blumen des Bösen. Wir rebellieren gegen alles und jeden. Das ist eben unser Leben. Und ihr seid auch noch Reimkünstler, hm? Judy und Jim. Pandagro und Deponi. Oh ne, der Müllbeutel. Wie ich ihn hasse. Das hässlichste Pokémon, das es gegeben hat. Müllbeutel. Und der Müllbeutel muss auch weg, weil der kann Yoshi wehtun. Duftnote? Ja, dass du eine Duftnote hast, kann ich mir vorstellen. Du bist eine Müllbeutel. Wo bist du nicht? Es trifft beide, aber Psychokinese ist nur für den Müllbeutel gedacht. So. Okay. Weg mit dem Mülleimer! Sehr schön. Noch ein Volltreffer, ja. Also Gardevoir hat eindeutig was gegen den Müllsack. Deswegen muss der sofort ausgeschaltet werden. Sehr schön. Ja, aber kein gutes Level ab. Hey! Hey! Moment mal, ey! Scheiße. Du bist Unlichtkampf. Du hast eine Vierfachschwäche gegen... Okay, das hat gereicht. Also, sehr schön gemacht, Frau Stetje. Hat eine Vierfachschwäche gegen Fee. Deswegen habe ich, wollte ich Zauberschein machen oder was Gardevoir kann. Wow, was bist du für eine? Das war echt beeindruckend. Was ich für eine bin, dein schlimmster Albtraum. Muss ich erstmal. Ich muss mich heilen. Ich bin fast tot. Blödes Pandagro. Dem Domi geht's auch nicht so gut. Mal was dagegen tun. Tütox im Eimer. Das war klar, dass hier ein Müllbeutel drin ist. Warum wundere ich mich? Ist neugierig, was ich in meinem Beutel habe. Nichts für dich. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich sage immer die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, ich finde dich total uncool. Du solltest noch etwas an dir arbeiten. Hä? So, das ist nämlich das Juck, was du von mir hältst. So, was ist mit dir? Du meine Güte, Kindchen. Mehr Tricks hast du nicht auf Lager? Wenn du so einen Boss treffen willst, musst du schon früher aufstehen. Hä? Ach, du meinst die Tricks mit den Skatern, ne? Den Skates. Ja, kacke, ne? Schlicht scheiße gelaufen. Man kommt ja auch nirgendwo mehr hin. Ist alles irgendwie... Zu? Da muss ich von woanders rein. Liegt ein Pokéball. Hm. Komm ich nicht ran. Tut sich mir sorry. Oh, Lichtel. Labra ist geil. Aber mein Team ist voll. Sonst hätte ich sicherlich mal an Skelabra im Team gedacht. Auf jeden Fall. Gudi. Ich weiß ja noch, dass da unten irgendwo ein Eingang war. Na, ja, das ist ein Item, an das ich nicht rankam. Weil es irgendwo im Wasser ist. Genau. Ja, bitte. Beldra, bewege mit den Steinen. Ein Urbild ist los! Hier geht's weiter. Oh, Truppe lieber. Da unten geht's rein.
kann man noch einiges kaputt machen. Das machen wir mal. Enigma, Bram. Hier ist eine Sackgasse. Da gibt's nichts. Ah. Eine Furchttafel, wie sowas für Arceus. Und du bist garantiert ein Gegner. Nee, ist er wahrscheinlich schon, aber auch ein Pokémon, das mich nervt. Elektroball. Was willst denn du schon wieder? Ich will nicht mit dir spielen, Lecky. Geh weg. Aber mit dir will ich spielen. Hey du, verdeh, dass ich mir nicht meinen Spaß verderben. So weit kommt's noch. Hey du, was machst du ein bisschen von der Seite an? Was hab ich dir getan? Punker Heiner mit einem Dummiesel. Ach, Dummiesel, was bist du nochmal für ein Pokémon? Mach mal Weckruf. Ja, du bist normal, habe ich mir schon gedacht. Schön gemacht, Frostdeetsche. Wie sie grinst, sie lacht. Wie sie eben gelacht hat, voll süß. So hinter vorgehaltener Hand, was sind des Wortes? Schlagbohrer? Okay. Ihr fehlt einfach eine starke Attacke. Das ist einfach scheiße. So Eisstrahl, so Spukball, sowas fehlt einfach. So wäre es optimal. Sie lernt auch nichts. Das ist einfach nur furchtbar. Ah, dabei wollte ich doch nur auf meine Art ein wenig in Ruhe finden. Das findest du nicht, wenn du mich angreifst. Sonst findest du eher noch mehr Unruhe. Machen wir mal da auf. Dördör, wieder nichts. Hallo. Also mal ehrlich, dafür, dass du kein erfahrener Rollerskater bist, hast du eine ganz beachtliche Technik. Setz doch mal diese Attacke ein. Schleuder! Damit kann der Anwender getragene Items auf das Ziel schleudern, die sich auf dieses negativ auswirken, sobald es sie trägt. In einem Doppelkampf bewirkt die Attacke, dass der Anwender Bären auf seine Mitstreiter wirft. Na, die Entry gibt's ja auch noch. Ja. Wird zu Cesurio, aber... Naja. Ist es Cesurio? Ich glaube ja. Nicht so mein Fall. Leg das mal weg. Noch ein Mülleimer. Ist aber nichts drin. Hä, wo ist denn der Typ hin? Der latscht hier rum. Okay. Lecky, gib weg! Hat volles Vertrauen in das taktische Geschick von Jasmin. Ich weiß, ihr seid doch ganz lieb, ne? Ihr liebt mich und ich liebe euch. Halt, wo willst denn du hin? Was für ein Mongo. Komm mal her hier, ich will mit dir kämpfen. Ursprünglich habe ich den Halbstarken nur gespielt, um dazu zu gehören. Und jetzt sieh, was aus mir geworden ist. Noch nicht mal ein Halbstarker, ein Viertelstarker? Punker Joff. Ja. Joff, ja. Da passt Skunk Tank. Nee, Skunkapoo. Skunk Tank, ja. Skunk Tank ist die Entwicklung, ja, genau. Du bist Gift oder so. Auf jeden Fall bist du Gift, das weiß ich. Level 40 hat er. Oh. Oh, lass mich. Wie das aussieht, wenn er einen vergiftet, ey. In seiner Schwanzspitze da hat er mich. Hat er mir das Gift gespritzt, der Sack. Na, 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 da, 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 da. Ja, oh Gott, der ist unlicht. Flammen? Oh, Scheiße. Halt durch! Du bist Unlichtgift, habe ich recht? Hm. Ich lasse dich hier nicht. Ich kann auch Yoshi nicht holen wegen dem Gift, weil er Fee-Typ hat und weil Psychokinese auch nichts auf Unlicht bringt, obwohl er auf Gift viel bringt. Ich mich nicht so
mit diesen doppelten Mischtypen da auskenne. Ja, was sollte das jetzt hier? Dass das nicht effektiv ist, war ja wohl logisch. Guck mal, was das bringt. Nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Das ist für Spezialverteidigung. Gebe ich den paar Funken in die Fresse, dann geht das schon. Bam. Tschüss. Krebutag. Dann wechseln wir doch wieder. Holen jetzt mal unseren Champ raus. Geben den Gigasauger mit. Schön. Bevor es Rades verlässt. Also, wenn du mal eine sehr effektive Attacke kannst gegen irgendwas, bist du auf jeden Fall sehr hilfreich. Durch den hohen Spezialangriff. Wundervoll. Oh, war ja was. Wie ist das denn passiert? Naja. Ich war dann halt doch ein bisschen besser als du. Hm? Die Vergiftung gilt wahrscheinlich noch. Ja, scheiße. Habe ich Gegengift? Ich glaube nicht. Das ist nämlich genau das, was ich nicht gekauft habe. Oh, scheiße. Ich habe zwei Sonderbonbons. AP Plus. Warte, eins gebe ich mal Yoshis Psychokinese. Und das andere Champs Gigasauger, genau. Weil wir da wenig zu wenig davon haben und die beiden Sachen bleiben sowieso im Moveset fest. Na gut, ich gebe dir den Hyperheiler, mein liebes Frostetje. Weil ich ja wieder mal nicht schlau genug bin, mir hier Sachen zu kaufen, so Gegengift und Paralyseheiler. Gut, weiter im Text. Das kann nicht, weil der da so doof steht, noch nicht mal da durch. Meine Eltern sind gestandene Ass-Trainer-Veteranen. Mein Bruder ist ein Ass-Trainer. Da ist es gar nicht leicht, die Anerkennung zu bekommen, die man sich wünscht. Tja, das ist halt scheiße, wenn die ganze Familie irgendwie cool ist und du bist halt anders so, ne? Punkerin Dolores! Jedenfalls ist dein Name ganz cool. Wartet auf Anweisungen von mir! Du bist ein Unlicht-Pokémon. Und das war gut. Oh, süß! Nur hat das keine Wirkung. Ich bin nur ein Geist. Also, Morileb ist normal, also keine Wirkung auf den Geist. Wollte nicht wehtun, Mietze. Yay. Würdest du vielleicht mal was lernen? Weil das ist irgendwie scheiße geworden. So, ich kann Jazz auch wieder rausnehmen. Weil ich es auch schon wieder Level 46 habe. Also das Leveln geht auf jeden Fall schnell. Eben weil ich immer das Streicheln mache und weil sie getauscht sind, dann kriegen sie sowieso schon mehr Erfahrungspunkte. Ist auch nötig, weil wir sind levelmäßig nicht so weit weg von den Gegnern. Funkenflug, los! Das reicht nicht mal. Gut, Enigma, ne? Das ist halt. Lua kann auch noch nichts Vernünftiges hier. Also Flambo fehlt mir schon noch. Er ist mehr VM-Sklave, als dass er irgendwie attacken kann. Er kann drei VMs. Das ist echt scheiße. Oder Zertrümmerie ist nicht mal eine VM, aber es ist eine Attacke, die wichtig ist. Die lernen echt gar nichts mehr. Tja, dann habe ich eben verloren. Auch kein Beinbruch. Der Kampf war trotzdem toll. Schön, dass du das so siehst. Ui, da liegt ein Item. Schützer. Schützer, Moment mal. Damit kann man doch, glaube ich, Rizoros Suri Hornio entwickeln, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich nicht völlig irre, ja, dann war das so.
mal wieder. Hier geht's ja nirgendwo mehr weiter. Ja, die Entry! Stimmt, ich wollte dich ja da vorne wegholen. So. Wie man jetzt ja gar nicht mehr sieht, ist der Anubis, ne? Ja, da muss ich auch gar nicht mehr durch. Gut, mehr war hier nicht. Zu dem Chef von der Bande komme ich sowieso nicht anscheinend, weil ich zu wenig Tricks kann mit meinen Inline-Skates, aber das ist mir eigentlich auch relativ egal. War ich hier schon? Ich glaube nicht, ne? Aber da hinten ist ein Item, das möchte ich gerne noch haben. Bam, bam, ba, da, da, da. Danke! Ein toll! Schön. Sieht man selten. Imbiss! Hey! Imbiss ist auch cool. Wenn man sich dann zu Pumpkin weiterentwickelt. Hm, noch ein Sonderbonbon. Was episch wäre, wenn ich mitten im Let's Play einem Shiny begegnen würde. Aber ich glaube nicht, dass ich das Glück habe. Das wäre zu cool. Ah, oh, wieso kommen hier so viele Pokémon? Ich will hier nur aus diesem hohen Gras raus. Champignon! Enigma und Jasmin verstehen einander ohne Worte. Das ist schön. Wenn es denn mal wirklich so wäre. Ey, darf ich 2 Meter laufen und dass mir ein Pokémon vor die Flinte läuft? Wenn du wesentlich shiny wärst, weil Irbis und Pumpkin sind shiny echt cool. Ich habe zwar eins, aber das ist nur getauscht. So, ich brauche mal die Karte schnell. Setz mal ein. Wo muss ich überhaupt hin? Route 16, Route 15. Okay, da geht's nach Illumina zurück. Dennoch möchte ich dann im nächsten Part noch den Rest der Route erkunden. Bevor ich dann nach Frescor weitergehe. Ach, das ist die Stadt, alles klar. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei Pokémon Y, wenn wir weiter auf Route 16 gehen. Und dann denke ich auch mal in Frescura in der nächsten Stadt ankommen. Also, bis dann.